Greetings. Our people have something to discuss. Ich überspringe immer so, wenn der Gegner am Zug ist, aber natürlich Ereignisse, die dazwischen sind, wie wenn uns irgendjemand angreift oder wenn es hier Handelsabkommen gibt, da bin ich mit dabei. So, der von... Ja, von... Ach, von der Veneta. Das könnte schon... Venedig sein? Diese ganz korrekten Namen, die weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Diese ganz korrekten Namen weiß ich jetzt auch nicht, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass das die Republik Venedig ist, die mit uns Handel treiben will, und da bin ich natürlich sofort dabei. Very good, noble one. We thank you for agreeing. We thank you too. Bye bye. Goodbye. It has been a pleasure. I bring word from my people, noble one. Tja, da haben wir schon wieder was Neues. Maguyar Kiralusak. Das ist schwierig. Maguyar Kiralusak. Maguyar. Das müsste eigentlich Ungarn sein. Doch, doch. Das ist Ungarn. Und die wollen auch mit uns, klar, könnt ihr. Excellent. You have accepted as I had hoped. Ja, und eure Hoffnung wurde nicht enttäuscht. Goodbye. I look forward to our next meeting. Ja, und da haben wir eigentlich schon alles, ne? Tja, der hat zwar mehr Männer, aber wir haben Kavallerie. Hoffe ich. Hoffe ich. Zwei. Zwei ist gut. Zwei ist gut. Ist richtig gut. Gut. Ja, dann. Los geht's. Hold up them and crush the Kaiser's enemies. Und hier sind wir schon im Schlachtmodus. Da ich ja glaube, dass wir angegriffen werden, lege ich mal alles aus der Hand, was ich hier habe. Und da kommt es schon aus dem Tor heraus, ne? Wir stellen unsere Reiterei einmal... Tja. Einmal rechts... links. Und einmal rechts auf. Und da können wir ihn in die Flanke reinfallen. Hier stellen wir unsere Truppen... mal ganz provokativ hin, denn der muss ja auch sich erstmal aufstellen da draußen. Da brauchen wir nicht zu rennen oder sonst was zu machen. So, du, nein, nein, du. Na. Ach so. So, du stellst dich hier hin. Du rennst aber dabei, du musst dich so schnell wie möglich aufstellen. Und du hier drüben, ihr geht trotzdem mal... Nein, ihr geht nicht in den Blenkel-Modus, das mache ich selbst. Das mache ich selbst. Und du musst auch rennen. So. Thank you.
Hier kommen sie. Halt! Die sollen aber automatisch vor... Ja, machen sie. So, ich habe jetzt hier meine Reiterei schon stehen. Dann könnte ich in die Town-Miliz schon mal einfallen. Und hier drüben habe ich auch was stehen. Da könnte ich in die leichte Infanterie schon mal kurz einfallen. Da kommen sie. Ich kann aber nicht allzu lange hier bleiben. So, meine Bogenschützen schießen schon. Die sollen mal hier in die leichte Infanterie reinschießen. Und hier in die leichte Infanterie und damit ziehe ich meine Kavallerie schon wieder raus. Schauen wir mal. Nein, der verliert zu viele. Also ziehe ich auch hier meine Kavallerie raus. Die verlieren zu viel Einheiten. Gut. Und dann lassen wir sie mal aufstellen. Aber wir werden verfolgt. Wir werden verfolgt. Das ist gut. Wenn wir verfolgt werden... Also ist nicht... Oh, wir werden auch hier verfolgt. Das ist zwar nicht gut, aber es ist vielleicht doch gut. Denn... Gehen wir mal hier rüber. Und greifen hier schon mal an. So. Die können beide schießen da drüben. Die verfolgen nicht weiter. Die sind clever. Übrigens ist hier auch, soweit ich das weiß, eine überarbeitete künstliche Intelligenz am Werk. Und die, also wenn ich mir das so anschaue, läuft gar nicht so schlecht. So, hier kommt es jetzt zum Kampf. Was nicht schön ist, denn dann kann hier den ihre blöde Stadtmiliz hier rein. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Dann ziehe ich mich... Oh ne, halt, wir haben doch hier noch. So, Angriff. So, die... Jetzt, wenn sie clever ist... Also Zeit ist ein bisschen in Rage. Dann fällt sie mir hier in die Flanke und da kommen sie. Jawohl. Da kommen sie. Also ziehe ich mich zurück... So schnell wie es geht. Ziehe meine Bogenschützen zurück. Zumindest die linke Seite. Die rechte Seite feuert. Und zwar, ach, hier habe ich... Ach, hier habe ich Bogenschützen. Das ist ja nicht so schlecht, ne? Hier sind auch Bogenschützen. Nur wenn hier Bogenschützen sind, dann los, auf, in den Kampf. So, wohin feuert jetzt? Der feuert hier rein. So, ich hoffe, dass die sich lösen können. Ich
Ich hoffe, dass die sich lösen können aus dem Kampf heraus. Ich hoff's inständig. So, gut. Das klappt hervorragend. Ne, die leichte Infanterie möchte ich hier nicht. Wir rasen hier mal. Hier versucht die leichte Infanterie zu meiner hier drüben zu kommen. Deswegen muss ich sie wegschicken. Und deswegen werden wir hier mal durchrasen. Los! So, bevor wir hier weitergehen und der meine Bogenschützen aufreibt, greifen wir hier die an und ziehen unsere Bogenschützen erstmal weiter zurück. Das sieht gut aus. Die werden gerade angegriffen von denen hier. Hm, nicht schön. Aber nicht zu ändern. So, hier müssen wir mal durchflanken. Wir müssen leider durch unsere eigenen auch. Aber ich hoffe, dass wir doch mehr von den Gegnern kriegen. Und dann kümmern wir uns mal um diese Bogenschützen hier. Wie seid ihr überhaupt drauf? Oh, ihr seid noch gut drauf. So, die haben wir weit nach hinten geschickt. Und die holen wir jetzt wieder her. Damit da nichts passiert. So, die nehmen sich mal hier der Infanterie an. Und die nehmen sich hier der Bogenschützen an. Die munter auf uns losfeuern, ne? Gut. So, wir dürfen jetzt aber... Moment. Aha, das ist gut. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, hier mit... zu helfen. So, meine Bogenschützen müssen hier bei den Speer... Ach ne, sind meine. Bei den Speerträgern, bei der Infanterie brauchen sie nicht mehr zu helfen. Hier müssen sie mit reinschießen. Schießt bitte hier mit rein. So, der kümmert sich hier um die Bogenschützen, das ist gut. Und der, haben wir gesagt, der muss hier durch. Ja, schade, ich habe vorhin, musste ich hier weg. Gut. Dann. Ja, nicht stehen bleiben. Jetzt greifen sie hier mit an. Warum nicht? Aber Achtung, hier drüben kommen Leute. Da kommen Menschen. Massen. Und wir müssen die jetzt am besten hier runter. The enemy general flees, like the coward he is. Vorwärts and crush the enemy. Vorwärts and crush the enemy. Hm. Mit der crashen wir mal in den Rücken des Feindes rein. Creeping in our favor. Nur gut, dass die nicht auf unsere Bogenschützen drauf sind, aber die gehen jetzt in den Rücken von uns. Also die sind nicht schlecht. Also die KI ist hier wirklich nicht so schlecht. Aber hier fliehen schon welche. Hier fliehen schon ganze Massen.
Und deswegen kann ich hier ein bisschen mit eingreifen. So, was ist mit euch? Ihr sollt... Ja, lasst die mal fliehen und greift von hinten mit an. Ah, der Kampf ist gar nicht so einfach. Der Kampf ist noch nicht mal so einfach. Moment. Jetzt haben viele nichts mehr zu tun. Wie sieht's jetzt hier eigentlich aus? Also, wir haben hier kaum noch Einheiten. Hier haben wir noch was. Also, Bogenschützen nach vorne. So, ihr greift hier an. Greift hier an. So, meine Reiterei, die verfolgt einmal hier diese fliehenden Leute. We have broken the enemy army. Ah. Now it is time to crush the Schwein. Na dann, haben wir gewonnen. Victory. Only a true hero of the Reich could mastermind such a crushing victory. Tja, wir haben 82 Männer verloren. Nicht schön, aber auch nicht so schlecht. We are victorious. We are victorious. Ich sagte doch, das ist mit deutschem Akzent. Also wir können einmal die Region besetzen. Wir können außerdem die Bevölkerung massakrieren. Das sind 700 weniger. Wir bekommen aber 1840. Wir können noch mehr von der Bevölkerung massakrieren. Ja, aber da bekomme ich ja weniger. Ich möchte eigentlich... Tja, will ich? Bin ich? Nein, wir lassen mal... Wir sind mal lieb. Ist ja Bremen, ne? Wir sind mal ganz lieb. Aha, wir haben einen Auftrag vom... Adelsrat. Übrigens, der Adelsrat wird sich dann in den Rat der Kurfürsten umbenennen. Später aber erst. So, unsere große Nation erscheint schwach. Und so sollten wir eine Rebellensiedlung, die sollten wir erobern. Ich bekomme als Belohnung Florenz. Aha. Ich bekomme als Belohnung eine der besten Einheiten oder ein paar der besten Einheiten sofort zur Verfügung gestellt. Hier. Wie lange habe ich Zeit? 15 Runden. Ja, ich wollte das mal unseren... Wo ist er? Ich wollte das mal unseren Spion... Mein Kaiser? Unseren... jetzt ist Winde, ne? Da brauche ich noch länger. Unseren Spion hinschicken. Like a shadow. Hier ist noch... Oh, hier ist es hier... Irgendwie ist unser Kaiser Friedrich nicht sehr beliebt, ne? Hier gibt es nur Aufstände. Über Barbarossa werde ich noch ein bisschen was erzählen. Gut. Bis hierhin.